Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Mod-Review. Heute gibt es die Minecraft Emerald Mod. Mit dieser Mod werden sehr, sehr viele neue Items und Blöcke aus Emeralds, beziehungsweise die mit Emeralds gecraftet werden, ins Spiel hinzugefügt. Und was die Blöcke alles können und was die alles benutzt werden können, das zeige ich euch jetzt. Ich bitte euch, alle Crafting-Rezepte selbst auf der Website nachzugucken, da es viel zu lange dauern würde, diese alle in dem Video hier zu erwähnen. Also guckt einfach nach, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung und ansonsten. Der erste Block ist das Emerald TNT. Ist eigentlich genau gleich wie normales TNT in Vanilla, nur dass es mehr Schaden an Blöcken macht. Die nächsten beiden Blöcke ist der Emerald Slab und die Emerald Stufe. Die Funktion von diesen Blöcken sollte eigentlich bekannt sein, denn es sind einfach nur Slabs und ganz normale Stufen, nur dass man diese eben jetzt auch aus Emeralds herstellen kann. Was aber an sich sehr, sehr cool ist, vor allem wenn man Connected Textures benutzt, weil das einfach so smooth aussieht. Der nächste Block ist der Emerald Furnace, der funktioniert eigentlich auch genau gleich wie ein normaler Furnace, also wie ein normaler Ofen, nur ist dieser doppelt so schnell wie ein normaler und er braucht nur halb so viel Brennstoffe, das heißt, wenn dieser hier schon die komplette Kohle verbraucht hat, hat er erst die Hälfte von der Kohle verbraucht. Der nächste Block ist das Emerald Obsidian. Das ist eigentlich auch genau gleich wie das Vanilla Obsidian, nur könnt ihr euch dieses craften und ihr könnt damit ein Emerald Portal craften und damit in die Emerald Dimension reisen. Der nächste Block ist die Emerald Torch und diese ist sehr, sehr cool, denn sie erfüllt den Zweck von einer Redstone Torch und von einer normalen Torch zugleich. Das heißt, wenn ihr hier drüben eine Redstone Lamp habt und wir bepowert diese mit einem Redstone, geht sie natürlich an. Mit einer normalen Fackel jedoch nicht, aber mit einer Emerald Torch geht sie auch an und sie erzeugt sogar das gleiche Licht. Und schon vom letzten Block bekannt, die Emerald Lamp ist eigentlich auch genau gleich wie die normale Redstone Lamp, nur dass diese grün leuchtet. Der nächste Block ist der Emerald Beacon, an dem ist ein bisschen was anders, denn ihr braucht nicht 9 Eisenblöcke, Gold, Emerald oder Diamantblöcke, um diesen zu bepowern, sondern nur ein ganz normales Redstone-Signal, aber ihr könnt hier auch keine Effekte einstellen, das heißt, er ist einfach nur ein Strahl in den Himmel. Die nächsten beiden Blöcke sind eigentlich wieder genau dasselbe, und zwar die Emerald Door und die Emerald Obsidian Door, an denen gibt es überhaupt nichts anderes als in der normalen Vanilla Tür, denn wenn ihr hier auf eine Druckplatte geht, dann öffnet die sich einfach und es sieht einfach anders aus. Der nächste, in Anführungszeichen, Block ist die Emerald Plant. Dafür braucht ihr einfach nur ganz normale Emerald Seeds. Sie bekommt ihr zu einer sehr geringen Chance, wenn ihr Gras zerstört. Und diese Pflanze wächst ganz normal wie Karotten, Kartoffeln, irgendwas anderes. Und wenn ihr sie im Survival zerstört, dann bekommt ihr Emeralds und Emerald Seeds aus ihr. Der nächste Block ist das Emerald Fire, dafür braucht ihr einen Flint and Emerald und das Witzige hierbei ist, wenn ihr in dieses Feuer hineinlauft, dann bekommt ihr einen Regenerationseffekt und fangt nicht an zu brennen. Als nächstes kommen wir zu den Emerald Tools, diese gibt es als Schaufel, als Pickaxe, als Axt, als Hoe, als eine Art Staff und als ein Flint and Emerald, was wir gerade eben schon gesehen haben. Funktioniert genau gleich wie die normalen Tools, nur dass diese eine Art Efficiency-Effekt haben, das heißt, sie bauen viel schneller ab als die normalen Tools und das ist dann schon sehr, sehr cool. Und mit dem Emerald Stuff könnt ihr auch dann noch richtig krasse Verwüstung anrichten. Das Coole hierbei ist, ihr braucht nicht mal Items, um Verwüstung anzurichten, ihr braucht nur diesen einen Stuff. Dann kommen wir zu den Emerald Weapons. Es gibt mit dieser Mod 5 neue Waffentypen und zwar gibt es einmal das ganz normale Emerald Sword, die Emerald Battle Axe, das Emerald Katana, das Emerald Kuffish und das Emerald Big Sword, sollte aus Hexit bekannt sein. Das krasse hierbei ist aber, dass diese um einiges mehr Attack Damage als ein normales Schwert haben. Ein normales Diamantschwert hat ja 7 Attack Damage gewöhnlicherweise. Gewöhnlicherweise? Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Das normale Emerald Sword hingegen hat schon 7,5, die Battle Axe 10, das Katana 11, das, was ich nicht aussprechen kann, 12 und das Big Sword 14 Attack Damage, also doppelt so viel wie ein normales Diamantschwert und das ist schon echt heftig. Wenn man bedenkt, dass man das dann noch mit Sharpness 5 verzaubert, da bist du, glaube ich, One-Hit. Dann kommen wir zu der Emerald Armor, wobei euch der Helm 1,5, die Chestplate 4, die Hose 3 und die Schuhe wieder 1,5 Armor-Punkte dazugeben. Das heißt, genauso stark wie eine komplette Diamantrüstung, nur bekommt ihr bei
diese Rüstung, wenn ihr sie komplett anhabt, auch noch Effekte. Und zwar bekommt ihr Speed, Jump Boost 2 und Resistance. Also wirklich eine richtig krasse Kombo, wenn man das so sieht. Ihr seid praktisch so eine schlechtere Scale Armor aus Hexit. Als nächstes haben wir den Emerald Apple und dieser gibt euch, wenn ihr ihn esst, für 30 Sekunden einen Regenerations 2-Effekt. Als nächstes haben wir den Emerald Bone. Er ist wieder genau gleich wie ein Vanilla Bone, nur dass er wieder grün ist. Und ihr braucht ihn, um Emerald Wölfe zu zähmen, dazu aber später nochmal mehr. Dann haben wir den Emerald Rod, wieder das genau gleiche wie ein Blaze Rod, aber auch wieder grün. Diesen bekommt ihr von Emerald Kühen, also Emerald Cows, und ihr braucht ihn einfach nur, um Emerald Dust herzustellen. Dann haben wir den eben genannten Emerald Dust, ist das genau gleiche wie zum Beispiel Glowstone Dust. Ihr bekommt ihn von Emerald Rods, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, und ihr braucht ihn auch nur zum Craften, denn ihr braucht ihn, um Emerald Bones herzustellen. Dann haben wir nochmal eine Art Waffe, und zwar den Emerald Bow. Ist eigentlich auch wieder genau gleich wie der normale Bogen, nur grün. Das Besondere hierbei ist aber, dass die Pfeile, die ihr mit ihm schießt, die Emerald Arrows, automatisch brennen, ohne eine Verzauberung auf dem Bogen zu haben. Dann haben wir den Emerald Cake, also den Emerald Kuchen. Er ist auch wieder genau gleich wie ein normaler Kuchen, nur dass er euch um mehr Hungerbalken heilt, wenn ihr von ihm esst. Dann haben wir den Emerald Star, der ist ähnlich wie der Nether Star, nur dass ihr diesen wieder craften könnt und ihr braucht ihn, um den Emerald Beacon zu craften. Dann haben wir die Emerald Potion. Das Besondere hierbei ist, dass ihr nicht mal einen Braustand braucht, um diesen herzustellen. Ihr könnt euch diesen einfach craften und ihr bekommt mit dieser Potion alle positiven Effekte, aber ihr bekommt auch Nausea dazu. Das heißt, wenn wir jetzt hier gucken, wir haben Night Vision, Speed, Haste, Strength, Instant Health, Jump Boost, Nausea, das ist eben das Schlechte. Regeneration, Resistance, Fire Resistance, Water Breathing und Invisibility. Also eigentlich an sich richtig cool, nur eben, dass wir besoffen sind, ist nicht so toll. Und diesen Potion gibt es dann natürlich auch noch als Emerald Splash Potion. Das heißt, wenn ihr auf den Boden werft, bekommt er wieder die gleiche Effekt. Dann haben wir die Emerald Cow, ist auch wieder genau gleich wie eine Vanilla Cow, nur grün. Wenn ihr sie tötet, bekommt ihr 1 bis 5 Emerald Rods, Leder und rohes Fleisch. Ihr findet die aber nur in der Emerald Dimension und nicht in der normalen Welt. Als nächstes haben wir den Emerald Golem. Dieser ist eigentlich genau gleich wie der Iron Golem aus Vanilla Minecraft, nur dass dieser, also dieser Emerald Golem, um einiges stärker ist und er ist grün. Und als letztes von den Items, Blöcken, Waffen, Werkzeugen und so weiter haben wir den Emerald Wolf. Dieser ist wieder wie ein normaler Wolf, nur er ist grün und er ist um einiges stärker. Ihr braucht 1 bis 5 Emerald Bones, um diesen zu zähmen und ihr findet ihn in der Emerald Dimension. So, und bevor wir jetzt 500 Stunden über die Emerald Dimension reden, gehen wir doch einfach mal selbst dorthin. Das Portal ist einfach genau gleich wie ein Nether-Portal. Also das sollte eigentlich bekannt sein, wie man das baut. Ihr braucht dafür aber Emerald Obsidian und ein Flint and Emerald, um dieses zu entzünden. Dann bekommt ihr so ein grünes Portal und wenn wir jetzt hier durchgehen, dann kommen wir in der Emerald Dimension raus. Sieht auf den ersten Blick überhaupt nicht groß anders aus. Es sind einfach nur andere Biome, das heißt, es sind überall Pilze, die Bäume sind etwas anders, das Terrain ist ein bisschen anders generiert und wir finden hier eben, wie gesagt, die Emerald Kühe und die Emerald Wölfe, aber auch, wie ihr hier seht, ganz normale andere Tiere. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder von dieser Mod Review. Ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze gefallen. Die Mod war jetzt vielleicht mal ein bisschen, ja, erklärungsbedürftiger als andere Mods. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch die Mod und das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns heute Abend wieder bei Craft Attack oder morgen bei einer neuen Mod Review. Ciao!